Heute soll es einmal um das Thema Gedankenexperimente gehen. Nachdem ich die Troposphäre bzw. The End of Mr. Y gelesen habe, hat mich dieses Thema wieder ziemlich angefixt. Außerdem im Hinblick darauf, dass ich das Schiff des Theseus lesen möchte, was bei mir auch noch zu Hause rumliegt, habe ich mich mal eingehender mit der Thematik beschäftigt und euch 5 der bekanntesten Gedankenexperimente rausgesucht. Was sind eigentlich Gedankenexperimente? Gedankenexperimente sind Experimente, die in Gedanken simuliert werden. Diese Experimente sind aber innerhalb ihrer Theorie gefangen, weil sie empirisch, das heißt also von außen, nicht beweisbar sind. Einige Gedankenexperimente, die schon früher, zu früheren Zeiten irgendwann mal durchgeführt worden sind, sind mittlerweile auch empirisch, also von außen, beweisbar, weil die Wissenschaft eben die Möglichkeiten dazu hat. Aber einige bleiben doch recht fiktiv und theoretisch. Achilles und die Schildkröte. Eins der ersten und auch interessantesten Gedankenexperimente, die mir in meinem persönlichen Leben begegnet sind, war eben Achilles und die Schildkröte. In dieser Theorie geht es um die Überwindung der Distanz zwischen zwei sich bewegenden Körpern und der Theorie, dass sich sowohl die Strecke als auch Zeit in unendlich kleine Einheiten zerlegen lassen. Worum geht es in diesem Gedankenexperiment? Es geht um Achilles, der damals der schnellste Läufer der Welt war, und einer Schildkröte, die ja nun bekanntlich nicht ganz so schnell ist. Weil Achilles der schnellste Läufer ist, gibt ja der Schildkröte einen kleinen Vorsprung. Die Theorie besagt nun, dass Achilles diese Schildkröte niemals einholen kann. Denn immer wenn Achilles die Schildkröte endlich eingeholt hat, hat die Schildkröte ja, währenddessen er sie eingeholt hat, ein weiteres Stück der Strecke hinweggelegt, die Achilles wiederum erstmal wieder einholen muss. Und wenn er das geschafft hat, ist die Schildkröte wieder einen Teil der Strecke weitergegangen, der natürlich immer kleiner wird. Aber sie hat es getan, und so geht es immer weiter, zerstückelt sich in immer kleinere Einheiten. Das quasi erst legt die Schildkröte ein Zehntel hinweg, die Achilles einholen muss, dann ein Hundertstel, die Achilles einholen muss, und so weiter und so fort. In der Praxis wissen wir natürlich, dass Achilles innerhalb weniger Sekunden die Schildkröte überholt haben wird, aber das fand ich schon immer ziemlich paradox und ziemlich interessant, diese Theorie, die mich auch eine Zeit lang in meinen Gedanken immer mal wieder beschäftigt hat. Damals bin ich noch zur Schule gegangen, und sehr, sehr interessant und ziemlich seltsam, wenn man mal darüber nachdenkt. Kommen wir nun zu dem aller bekanntesten Gedankenexperiment. Die Theorie dahinter kann ich euch allerdings nicht erklären, habe ich leider überhaupt keinen Plan von. Aber ich kann euch das Gedankenexperiment darstellen, und zwar geht es hier um Schrödingers Katze. Schrödingers Katze ist ein Gedankenexperiment aus der theoretischen Physik, also der Quantenphysik, behandelt die Überlagerung von Zuständen, die erst durch Beobachtung definiert werden können. Es gibt einen quantenmechanischen Zustand oder Zustände von Systemen, und diese sind offen, und erst durch Beobachtung bzw. durch Messung kann ihr wahrer Zustand bewiesen werden, und solange das nicht ist, könnten es alle möglichen Zustände sein. Habt ihr es verstanden? Okay, ich auch nicht. Jedenfalls so grob habe ich es verstanden. Experiment ist nach Erwin Schrödinger benannt, der eben dieses Experiment zunächst entwickelte. Und zwar geht es darum, wir haben eine Katze, die ist in eine Kiste, wird in eine Kiste gesperrt. In dieser Kiste befindet sich eine radioaktive Apparatur. Ein Geigenzähler, an dem ein Hammer befestigt ist, und eine Flasche mit Blausäure. So, jetzt die Kiste wird geschlossen, und in einem Ablauf von Zeit zerfallen die radioaktiven Atome, die können zerfallen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, müssen sie aber nicht. Die Kiste ist weiterhin geschlossen. Wenn die Atome zerfallen würden, die radioaktiven Atome, würde der Geigerzähler aktiv werden. Das heißt also, der Hammer kommt in Schwung und die Flasche ist kaputt und Blausäure tötet. Die Katze wäre also tot. Solange, das wissen wir aber nicht, ob die Atome tatsächlich zerfallen sind, und solange die Kiste geschlossen ist, können wir nicht beurteilen, ob die Katze tot oder lebendig ist. Das heißt also, der Zustand der Katze ist ungewiss und wird erst beweisbar, wenn wir die Kiste öffnen. Solange ist sie entweder zu 50% tot oder zu 50% lebendig. Oder beides gleichzeitig, je nachdem.
Das dritte Gedankenexperiment ist ein Glück nicht physikalischer Natur. Und zwar geht es hier um das Schiff des Theseus. Ja, das Schiff des Theseus ist nicht nur der Titel des Buches, sondern tatsächlich ein sehr bekanntes Gedankenexperiment, in dem es darum geht, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Dieses Gedankenexperiment gibt es in zwei Varianten. Einmal mit der einfachen Identität. Wir haben das Schiff des Theseus. Und alte Planken, die eben morsch geworden sind, werden durch neue ersetzt. Und das wird dann halt immer wieder gemacht. Und die Frage ist dann, wann ist das Schiff des Theseus noch das Schiff des Theseus? Und dann gibt es die Seite der doppelten Identität. Das heißt also, in dem Experiment geht es darum, dass ein Schiffbauer angehalten wird, komplett alle Planken vom Schiff des Theseus zu ersetzen, weil die eben nach Meinung des Theseus eben komplett nicht mehr haltbar sind. Und der Schiffbauer tauscht komplett die Planken des Theseus aus, findet aber selbst, dass sie noch völlig in Ordnung sind und baut stattdessen aus den Planken ein neues Schiff. Und jetzt gibt es natürlich vier Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Einmal, welches Schiff ist nun das Schiff des Theseus? A, das erste Schiff ist das Schiff des Theseus. B, das zweite Schiff ist das Schiff des Theseus. C, beide sind die Schiffe des Theseus. Oder D, keins von beiden ist das Schiff des Theseus. Das vierte Gedankenexperiment, das für mich nicht so ein Gedankenexperiment im wirklichen Sinne, so wie die anderen, dass es waren, sondern aber es wird trotzdem in dieser Riege aufgeführt. Und zwar, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, und zwar geht es hier um Flatland oder auch Flächenland genannt. Ein Buch, das geschrieben wurde von A. Square. Der wirkliche Autor schreibt natürlich anonym und heißt eigentlich Edwin Abbott Abbott. Ich habe nachgeguckt, ob es wirklich zweimal Abbott ist, ist tatsächlich so. Eigentlich, das Buch ist in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil geht es eigentlich im eigentlichen Sinne um Gesellschaftskritik der damaligen Zeit. Der zweite Teil des Buches ist allerdings eher ein mathematisches Essay über Dimensionen. Und da wird es dann interessant. Und zwar in dem Buch geht es darum, dass, ich weiß gar nicht, wer erzählt das Quadrat, muss ja dann, wa? Dass ein Quadrat quasi erzählt, in welcher Welt er lebt. Er lebt in einer zweidimensionalen Welt, in der es eben Geraden gibt, das sind dann die Frauen quasi. Dann gibt es halt Dreiecke, die entweder gleichschenklich oder gleichseitig sind. Dann haben sie auch die entsprechende Position und dann gibt es Vierecke und ganz oben die Kreise, die sind eben perfekt. Wie ihr wisst. Und im zweiten Teil geht es darum, dass das Quadrat anfängt zu träumen. Und er träumt von einer eindimensionalen Welt, befindet sich also in einer eindimensionalen Welt wieder und versucht den Herrscher davon zu überzeugen, dass es ein zweidimensionales Land gibt. Der glaubt ihm aber natürlich nicht. Und irgendwann befindet sich das Quadrat wieder in seiner zweidimensionalen Welt wieder. Und bekommt dann Besuch von einer Kugel. Das heißt also, aus unserer normalen dreidimensionalen Welt bekommt es Besuch von der Kugel, die ihn wiederum zu überzeugen versucht, dass es eine dreidimensionale Welt gibt. Und als er ihm nicht glaubt, nimmt er ihn mit auf eine Reise, so einen Flug über die dreidimensionale Welt. Und dann wird dem Quadrat so einiges klar und versucht es dann sogar mit Theorien einer vierten Dimension oder noch einer höheren Dimension. Ja, es ist also eines der ersten Gedankenexperimente, das sich tatsächlich so mit Dimensionen, mit mehr als uns bekannten drei Dimensionen beschäftigt. Und ja, deswegen habe ich es mit reingenommen. Das Experiment ist für mich am theoretischen, am schwierigsten zu erklären. Also noch schwieriger als Schrödingers Katze. Und zwar geht es um das Zwillingsparadoxon. Hier geht es um den scheinbaren Widerspruch in der speziellen Relativitätstheorie. Also ich habe immer so lustige Zettel, ich muss das immer so ablesen, ja? Ich habe davon nicht so viel Ahnung. Das ist die physikalische Theorie über die Bewegung von Körpern in Raum und Zeit. So, das ist alles, was ich dazu weiß. Und zwar, es geht in diesem Gedankenexperiment um ein Zwillingspärchen. Von den Zwillingen fliegt in das Weltall mit Lichtgeschwindigkeit zu irgendeinem fernen Stern. Der andere Zwilling bleibt auf der Erde und lebt dort sein Leben weiter. Der erste Zwilling kehrt irgendwann mit derselben Geschwindigkeit, also mit der Lichtgeschwindigkeit, zurück. Und als er wieder auf der Erde ist, stellen sie fest, dass der zweite Zwilling
der eben auf der Erde zurückgeblieben ist, wesentlich schneller gealtert ist bzw. älter ist als der Zwilling, der im Weltraum geflogen ist, weil er eben sich schneller mit Lichtgeschwindigkeit eben fortbewegt hat. Ja, die physikalischen Hintergründe dahinter kann ich nicht erklären und auch die Theorie dahinter kann ich nicht erklären. Ist aber eins der Gedankenexperimente, wie auch das allererste, der Achilles und der Schildkröte, was mir schon früh in meinem Leben begegnet ist und was ich sehr, sehr interessant fand, wo ich mich dann versucht habe, mit der Theorie zu beschäftigen und die ich einfach nicht verstanden habe, weil mein Gehirn setzt irgendwie bei Physik und sowas aus. Hat irgendwas zu tun mit Bewegung, Strecke, Blickwege und so weiter. Ist allerdings auch ganz gut erklärt in einem Video, was mir begegnet ist, werde ich euch an dieser Stelle verlinken, in dem auch einige Experimente, die ich jetzt genannt habe, nochmal wunderschön und mit Zeichnungen und so ganz, ganz niedlich gemacht von der Uni. Ist allerdings auf Englisch das Video, könnt ihr euch gerne anschauen. Da gibt es noch ein paar andere Experimente, Gedankenexperimente. Ein wirklich sehenswertes Video. Ansonsten verzeiht mir meine theoretische, physikalische Unkenntnis. Dafür bin ich vielleicht in anderen Bereichen besser als in Physik. Ja, war nie mein Lieblingsfach. Ansonsten war es das mit meinem Video von diesem Mal. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Fandet ihr es interessant? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Vielleicht auch andere Gedankenexperimente, die ihr vielleicht kennt und die ihr an dieser Stelle loswerden wollt. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.